Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video soll es mal wieder ein neues Projekt geben. Bevor wir allerdings damit starten, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass das Video von gestern zum Jurassic BUSD Crops Farmer, das Projekt, das gestern bereits gelauncht ist, schon in dieser ersten halben Stunde, ist jetzt aktuell 16.27 Uhr, das Projekt ist nicht mal eine halbe Stunde online und wir haben eine Balance schon von über 120.000 US-Dollar. Also wer hier eine stabile Rendite von 5% auf seine BUSD bekommen möchte, kann sich gerne nochmal dieses Video von gestern anschauen. Jetzt aber direkt zum neuen Projekt und zwar zum Genesis Farm BUSD V2 Projekt. Das Ganze ist die optimierte Version des V1 Contracts und zwar wieder vom Metaminers Team, einem unter anderem auch deutschen Entwicklerteam. Also es sind unter anderem deutsche Entwickler drinnen. Und dieses Projekt wird launchen heute zum Upload-Datum des Videos um 20 Uhr, also Dienstag, den 23.08. Was ist das Ganze? Es ist eine Yield Farm, bei der ihr auch wieder BUSD investiert. Das Ganze läuft auf der Binance Smart Chain und ihr könnt hier 0,5% Rendite pro Tag erwirtschaften plus 0,75% täglich auf eure Reinvestitionen. Wir haben geringe Gebühren von nur 3% für Ein- und Auszahlung, also sehr gering gehalten. Sie haben sich unter anderem dazu entschieden, keine Referrals hier einzubauen, wovon natürlich immer Leute, die dieses Projekt groß promoten, massiv profitieren. Also der Contract kann davon schon mal nicht gedrained werden. Und man kann sein initiales Investment, also seine initiale Einzahlung hier zu jeder Zeit auszahlen, muss dafür aber mit einer 20% Tax rechnen. Also viele pochen immer darauf, ihre initiale Einzahlung auch wieder aus dem Projekt rauszukommen. Hier kann man das machen, allerdings muss man eben ein Fünftel von seinem Investment hier im Contract lassen, beziehungsweise das wird einem von der Auszahlung dann abgezogen. Wie gesagt, das Ganze ist vom Metaminers Team, die schon ganz viele Projekte gelauncht haben. Das Audit ist Stand jetzt zur Aufnahme des Videos noch nicht verfügbar, wird aber kommen, wird von George Stamp sein. Ich kann aber hier zu 99,5% wieder meine Hand ins Feuer legen. Dieses Projekt wird kein Rug, kein Scam, das Team ist vertrauenswürdig. Hier stehen solide Leute und ein solides Entwicklerteam dahinter, die in diesem DeFi-Space schon einiges an Reputation gewonnen haben. Wenn wir kurz durch das FAQ gehen, sind nur ein paar Sachen, die ich hier noch ansprechen wollte. Und zwar, wie ist das Ganze sustainable, also nachhaltig aufgebaut? Und zwar durch das komplette Ökosystem, das hier unter anderem mit Merch, Inkubationsprogrammen, Partnerschaften und viele mehr stabil gehalten wird, beziehungsweise der Contract in diesem Fall, weil dadurch Funds, die nicht durch Investoren gewonnen werden, hier in diesen Contract eingezahlt werden, um die Balance stabil zu halten. Und deswegen glaube ich, dass dieses Projekt auch sehr, sehr groß werden könnte. Nur um euch mal kurz einen Eindruck zu geben, wie groß das Ganze werden könnte. Und zwar, wenn wir hierzu einmal auf die Genesis BNB Farm springen, mit den noch nicht optimierten Werten bzw. mit viel, viel höheren Renditen, quasi das Dreifache bzw. bei den Reinvestitionen noch mehr. Und hier haben wir im Contract eine Summe eingesammelt zum höchsten Zeitpunkt von 437 BNB, was einem Gegenwert von ca. 142.000 US-Dollar entspricht. Also einfach nur mal, dass ihr einen Wert habt, der hier mindestens, schätze ich mal, eingesammelt wird, da zum aktuellen Zeitpunkt natürlich der Kryptomarkt auch wieder rückläufig ist und die Leute vermehrt in Stablecoins gehen und deswegen auch lieber in Stablecoins investieren, um nicht den fluktuierenden BNB hier in diesem Fall zu haben. Dann schauen wir uns auch gleich das Dashboard hier im Hintergrund an. Also ihr habt hier insgesamt eine jährliche APY von 182% plus die Reinvestitionen, wenn ihr natürlich hier reinvestiert, von 273%. Ihr habt dann hier unten die verschiedenen Funktionen, unter anderem die Reinvestitionsfunktion, die Auszahlungsfunktion und die Unstake-Funktion, die ich bereits in der Einleitung erklärt habe. Wie gesagt, hierzu nochmal, ihr müsst eine 20% Tax zahlen, wenn ihr von dieser Funktion Gebrauch machen wollt. Kriegt dadurch allerdings euer initial eingezahltes Kapital hier wieder raus. Wie könnt ihr jetzt in das Ganze einzahlen? Ich empfehle hier vorab immer gleich, wenn dieser Contract launcht, also zum heutigen Datum, den 23.08. um 20 Uhr, geht direkt in der ersten Sekunde bzw. direkt an Tag 1 in diese Projekte rein, um zum einen euer Risiko zu minimieren und zum anderen, um eure Profite zu steigern. Am besten macht ihr euch, nachdem ihr das Video zu Ende geguckt habt, mit dem Link in der Videobeschreibung, erster Link wird euch zum Projekt führen, ein Lesezeichen, setzt euch einen Alarm auf 20 Uhr und steigt dann direkt in der ersten Sekunde ein. Ihr müsst dazu einmal eure Wallet auf der Binance Smart Chain haben, dann hier im nächsten Schritt connecten, einmal die Menge, die ihr hier quasi einzahlen wollt, eingeben. Wenn ihr beispielsweise hier mit 1000 BUSD reingehen wollt, müsst ihr das Ganze einmal approven. Warum müsst ihr das machen? Weil BUSD nicht der Governance-Token der Binance Smart Chain ist, sondern eben der BNB-Coin. Deswegen müsst ihr dem Netzwerk bzw. dem Projekt hier einmal die Berechtigung geben, auf eure Coins zuzugreifen.
Und sobald diese Transaktion durchgegangen ist, also ihr müsst es einmal auf eurer Trust Wallet oder MetaMask oder was auch immer ihr nutzt, bestätigen. Sobald die Bestätigung da ist, könnt ihr hier unten in dieses Feld gehen, nochmal die 1000 eintragen und dann quasi in das Projekt investieren und seht dann quasi eure ganzen Daten hier im Dashboard und könnt dann je nachdem, was ihr machen wollt, eure Aktionen hier in diesem Fall ergreifen. Was ganz wichtig ist immer, geht am besten in die Telegram-Gruppe, um über alles Laufende, was das Projekt betrifft, informiert zu sein. Discord oder Twitter kann dafür natürlich auch genutzt werden. Das ist im Grunde alles, was dazu zu sagen gibt. Wie gesagt, der Link in der Videobeschreibung wird kein Referral-Link sein, sondern einfach nur ein Link, der euch auf die Homepage weiterleitet, da es in diesem Projekt keine Referrals gibt. Keiner profitiert von der Werbung einer anderen Person, was natürlich für jeden Investor hier auch ein großer Vorteil ist. Wenn du jetzt eine Frage hast zum Projekt, schreib mir gerne unten in die Kommentare. Du kannst mir natürlich auch gerne, wenn es spezieller werden sollte, auf Twitter schreiben. Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung oder hier auf meinem Kanalbanner. Wenn dir das kurze Video zum Projekt gefallen hat und du immer über die neuesten DeFi-Projekte informiert werden willst, einfach ein Abo dalassen und die Glocke anmachen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.